Herzlich willkommen bei Cammin und Flexi, auf dem geilsten Kanal auf YouTube, und heute entscheidet das Glücksrad, wo wir 24 Stunden übernachten und eingesperrt sind. Wir haben uns heute überlegt, dass das Glücksrad entscheidet, was wir machen für diese Challenge, und ihr seht es schon, wir haben alles vorbereitet. Was steht denn da alles drauf? Krasse Sachen. Keller. Haben wir schon mal gemacht. Haben wir echt gemacht, könnt ihr euch anschauen. Garage. WC/Badezimmer. Fragezeichen, da seid ihr selber nicht gefragt. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was könnte ihr Fragezeichen sein? Die besten Kommentare, da versuchen wir uns eins aus und schreiben es hier hin fürs nächste Mal. Was gibt's noch? Garten? Garten haben wir im Schnee im Winter gemacht. Ja? 24 Stunden wie ein Hund leben. Wie unser Hund Lucky. Auf allen Vieren so, zack, 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 den ganzen Viel Tag. Viel zu krass. Finde ich auch krass. Auto? Haben wir auch schon mal gemacht. Genau. Bei 40 Grad ungefähr im Sommer. Und dann wiederholt sich Keller, natürlich. Garage, WC und so. Und deshalb, das Glücksrad wird jetzt entscheiden, wo wir 24 Stunden lang über Nacht eingesperrt sind. Alles. Apropos, wir haben noch eine richtig krasse Folge hochgeladen. Wo? Auf unserem Kanal hier. Klickt dazu hier oben rechts drauf und schaut es euch an. Ey, das war so heftig, Flexi, Mann. Kannst dich noch erinnern? Viel zu krass. 3 Uhr nachts, Flexi. Aber ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und fangen wir an, oder? Das wird sehr sicher. Das Glücksrad entscheidet. Es ist das WC! Badezimmer, Flexi. Wir müssen 24 Stunden heute im Badezimmer übernachten, essen, aufs Klo gehen, trinken, alles Mögliche machen. 24 Stunden lang, einen ganzen Tag. Wie krank ist das? Die krasseste 24-Stunden-Challenge, wie bei Rebecca Wing, Prank Bros, Calvin und Marvin. Überall! 24-Stunden-Challenge. Es ist wirklich cool. Weißt du warum? Garage wäre mir ein bisschen kalt jetzt über Nacht oder so weiter. Aber das Problem ist, eingesperrt im WC, und das größte Problem ist mit dem Trottel hier. Aber für 24 Stunden eingesperrt im Badezimmer, heftig, Leute, Mann. Überhaupt nicht heftig. Das Glücksrad brauchen wir jetzt nicht. Das Einzige, was wir brauchen, ist, wir müssen uns vorbereiten. Wir brauchen Decken, Essen, Trinken, was zum Spielen, damit uns nicht langweilig wird. Du hast vollkommen recht, wir brauchen alles bis auf eins, und das ist Wasser. Schön. Wir haben voll genug Wasser. Im Badezimmer. Fangen wir an, Leute, oder? Jetzt brauchen wir erstmal was zum Essen, damit wir da oben nicht verhungern, Flexi. 24 Stunden lang? Hältst du Cornflakes zum Frühstück? Sehr gute Idee. Was Milch noch dazu? Noch? Ganz genau, hol die mal hier gerade raus. Milch? So, das perfekt. War das Frühstück. Jetzt brauchen wir noch das Mittagessen. Ich würde sagen, was? Dosenfutter, oder? Ist das Beste, natürlich. Wir sind eingesperrt 24 Stunden lang. Was noch? Brot, Brötchen, Brot. Toast, irgendwas. Dein Lieblingsessen, und zwar? Ungetoasteter Toast. Trockener Toast. Verpflegung, check. Check. Nächstes? Gemütlichkeit, Komfort. Gemütlichkeit, Komfort. Was brauchen wir? Wir Decken. Brauchen zwei Decken. Ja. Einmal für dich. Dankeschön. Zack, Kissendecke für mich. Komm mit, Tom. Wir gehen jetzt gemütlich. Da rein. Check für die Gemütlichkeit, check für den Komfort. So, alles rein damit. Sieht schon richtig gemütlich aus. Wir bleiben die ganze Zeit hier 24 Stunden lang. Ein bisschen Aktivität, ein bisschen Spaß, irgendwas spielerisch. Hast wir du eine Idee? Jetzt erstmal den Fernseher rein. Wie wär's mit dem Fernseher? Der ist gut. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Ab ins Bad damit, oder? Klar, erstmal ins Bad, ey. Fernseher im Bad. Ideal, Flexi, jetzt holen wir uns noch ein Spiel oder irgendwas dazu. Hol mir! Haben wir hier unten die Spiele. Die Spiele, was da drin? Zack, hier ist einmal Cluedo. Ein Rätselspiel, Cluedo, Detektive! Von Hasbro, nehmen wir das auf jeden Fall mit, oder? Gib mir das auf jeden Fall, das wird spannend. Und noch ein paar Filme. Mr. Bean? Why not? Was wir sagen, Flexi-Aktivitäten. Ist gecheckt, Alter. Let's go, jetzt geht die Challenge los, Freunde. Ein Klassiker. Ihr seht, das Bad ist jetzt schon richtig eng langsam. Wer kriegt das Bett? Das ist eine gute Frage, hä? Einer auf dem Boden, einer hier. Okay, schnucken wir drum. Es geht ums Bett. Einmal schnick, schnack, schnuck. Ah. Okay. Alles klar. Aber auf dem Boden würde ich sagen, oder? Auf dem Boden schlaf ich dann. Unter der Toilette. Scheiße, Mann. Leute, das ist echt unfair, Mann. Krass, guck dich mal diesen Luxus an. Luxus? Das ist das ganze Essen. Hey. Ja, warte ab. Sag, falls wir Lust haben zu spielen, immer ein geiles Spiel von Hasbro. Ey, 24 Stunden kann auch langweilig werden, oder? Wir haben schon so oft gespielt, Mann. Hasbro kann uns gerne mal wieder ein paar neue Spiele schicken. Kein Problem. Ich liebe das Spiel. Ohne Sabine. Freunde, es ist jetzt 11.50 Uhr, 24-Stunden-Challenge, würde ich sagen, von 12 Uhr bis 12 Uhr, oder? Ist okay, ist für mich in Ordnung. Und für dich? Geht. Wir schlafen noch. Gutes Kopfkissen hier? Geht. Stinkt ein bisschen. Hättest du mal spülen können. Ich hab gespült, Mann. Was soll denn der Scheiß? Flexi! Flexi, aufstehen, Mann, das ist so langweilig, ey. Ach, ich find's ganz bequem hier. 14.30 Uhr, 2,5 Stunden, und der schläft die ganze Zeit so. Ist bequem. Komm, wir sind jetzt zu zweit den ganzen Tag eingesperrt. Lass uns irgendwas machen, Mann. Fernsehgucken oder irgendwas. Hey, Mann, wir haben hier DVDs. Welche? Ach, stimmt.
Mr. Weißt du was? Ich hab Bock auf was Lustiges. Soll ich den einlegen? Lege ein, ab in den Let's go, Freunde, es ist mega eng, deswegen mussten Tom und ich immer die Plätze tauschen. Wir sind hier nämlich zu dritt mit Kameramann. Eben. Hast du so alles, DVD? Warte doch! Fernbedienung. Du brauchst die Fernbedienung! Ey, du bist ein Schatz, hast du die echt eingepackt? Ich dachte, irgendwie brauchen wir die bei dem Fernseher. Tag, wunderbar. Jetzt will ich aber auch was sehen, Mr. Bean. So. Wo kommt die bitte rein, Flexi? Ja, in den DVD-Player vom Fernseher. Keine Ahnung, Mann. Hä? Jetzt. Hier ist kein DVD-Player drin. Da. Okay, fast. Und Signal haben wir auch nicht. Wir haben auch kein Antennenkabel hier reingelegt. Ja, ich dachte, der hat einen integrierten DVD-Player. Das dachte ich auch, aber... Schau, wie dick der Fernseher ist, da hat doch ein DVD-Player drin. Sieht nicht danach aus, Mann. Guck mal, so wie Mr. Bean guckt, fühle ich mich, Mann. Ey, unglaublich. Habt ihr einen DVD-Player zu Hause oder im Fernseher integriert? Schreibt mal in die Kommentare. Das bringt jetzt wohl nicht viel, oder? Ja, voll lustig. Der ganze Fernseher bringt jetzt nichts mehr. Weg damit. So ein Mist. Stellen wir den hier runter, dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Platz. Toll, und wie unterhalten wir uns jetzt? Ja, ich wollte Fernseher gucken und DVD gucken. Ich auch. Mann. Ich glaube, wir stellen nur mal auf Blu-ray. Hey, Flexi! Hm? Was machst du da? Ich hab langsam Hunger. Schau mal auf die Uhr. Hä? Oha, 17.12 Uhr. Ja, also. Digga, wie die Zeit vergeht hier. Man kann nichts machen. Man kann es ist einfach nur langweilig. Ich muss sagen, wenn man da in dem Bett liegt und schläft, dann vergeht die Zeit echt gut. Also. Ja, lustig. Okay, jetzt wisst ihr was? Sauerkraut oder Thunfisch? Ja, was willst du? Ich nehm den Thunfisch nicht. Warte mal. Du hast nur einen Löffel eingepackt. Ja. Ey, ich hab zu ihm unten gesagt, und Besteck bitte. Ja, Löffel und Gabel sind doch Besteck, oder? Kein Teller zum Besteck. Ja, aber... Achso, da... Teller? Du hast gesagt, Teller ist eingepackt. Du hast gesagt, Besteck. Messer, ja, Gabel, ich mein doch, Besteck und Löffel. Ja, wir haben nur Löffel. Wollt du das, oder was? Messer wir nichts, würde ich sagen, oder? Du lässt es auf jeden Fall leben. Mann, Leute. Könnt ihr gerne selbst ausprobieren. Why not? Sauerkraut. Ja. Wieso nicht? Flexi! Was? Schon 20.48 Uhr, hast du Bock zu spielen? Ja, wieso nicht? Cluedo von Hasbro, immer cool. Bin ich am Start? Alles klar, aber hier wird's irgendwie kippen. Hier geht, weißt du was? Ja. Weg damit! Weg mit dir! Vom Spielfeld oder was? Hier ist unsere Spielfläche! Okay. Ist auch was Neues, oder? Oh, der Thank you. Oh Mann, Flex, hätte ich mal helfen können. Aber schau, der Klodeckel als Beef. Ist perfekt, ja, Flex. Ist echt sehr gut, Mann. Besser wie nichts, würde ich sagen, oder? Ich bin gelb. Blau Wemer, Flexes Lieblingsfarbe. Oh, müssen wir mischen jetzt. Flexi, Mann, aber das geht hier nicht. Wir haben viel zu wenig Platz. Wir brauchen einen Tisch eigentlich. Ist doch ein Tisch. Das ist kein gescheiter Tisch. Wo sollen wir die Karten legen? Hey, weißt du was? Das spielen wir nicht heute, okay? Spielen wir das gerne morgen, wenn wir hier raus sind. Ja. Guck mal, die ganzen Karten liegen schon am Boden. Es ist mega wenig Platz. Leute, verzeiht mich. Ey, jetzt mal, jetzt, okay. Und wo sollen wir würfeln? Sollen wir hier würfeln? Ja, wieso nicht? Oder auf deinem Kopf. Aber jetzt mal wirklich off camera. Wir haben das Spiel privat dreimal gespielt und es ist kein Witz. Ich habe dreimal gewonnen. Egal. Aber das sagt halt schon alles, warum Mr. Cayman hier das Spiel nicht spielen will. Nur auf Kamera, alles klar? Ja, natürlich. Verratet's keinem, Leute. Verratet's keinem. Ja, aber ihr dürft das Spiel gerne kaufen von Hasbro. Richtig geil. Ist schon, ja. Wie gesagt, und ich habe dreimal gewonnen. Kein Spiel, kein Fernseher. Ist nicht schlecht. Dann können wir uns nur gegenseitig unterhalten, oder? Kennst du die Marshall Challenge? Ist was Neues. Ah! Hey! Schlaf in deinem Bett! Guckt euch sein Bett an! Guckt es euch an und da musst du heute Nacht schlafen, Mann! Flex, das war für die Ohrfeige. Ich bin hier. Was für die Ohrfeige, Mann? Wollt ich mal Wasser holen? Nicht mein Bett, Mann! Toll, jetzt habe ich ein Unterwasserbett. Ey, das ist auch eine geile Challenge. Leute, Mann, riesig. 24 geil. Stunden unter Wasser. Aber vielen Dank. Du bist hoffentlich krank heute? Ja, natürlich. Einfach spül. War auf dem Klo? Hast du Scheißele gemacht? Hast du Scheißele gemacht? Hast du Scheißele gemacht? Zeitraffer! Oh,
Flexi, Mann, ey. Das ist zwar richtig langweilig, aber irgendwie macht's auch Spaß, den Typ hier zu ärgern, den kleinen Mann. Was? Ich hab ein geiles, bequemes Bett, oder? Lasst jetzt noch mal einen fetten Daumen nach oben da, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Und teilt es gerne mit euren Freunden. Das heißt, kopiert diesen Videolink und schickt ihn per WhatsApp an alle eure Freunde. Und das Krasse ist, wir sind immer noch so lange hier. Es passiert noch einiges. Bleibt auf jeden Fall dran. Alter, schon Mitternacht, Flexi. Mitternacht? Wir sind immer noch ungefähr 11 Stunden. Dann sind wir noch fast 11 Stunden im Bad. 11 Stunden und 58 Minuten, genau zu sein. Wow! Was ist jetzt los, Flexi? Mach doch das Licht wieder an! Puh, ich hab's doch nicht ausgemacht, Flexi. Was hast du angestellt? Kann doch nicht sein, Mann. Mach du... Hä? What the? Komm, film mal die Tür. Da ist jemand draußen. Da ist eindeutig jemand... Oh, mein Handy. Alter. Wer unbekannt? Und klopfen! Da gehe ich jetzt nicht ran, Mann. Geh nicht ran. Wir machen gerade eine Challenge. Für euch. Ihr schaut es euch an. Was machen wir, ey? Hä? Lass mal kurz einschauen. Aber wie kann das sein? Wo, was? Hä? Abgesperrt ist noch, Gott sei Dank, Leute, ihr seht's. Ja, was machen wir jetzt, Flexi? Ich weiß es nicht. Wer hat geklopft, wer hat angerufen? Unbekannt, Leute, wer könnte das sein? Habt ihr eine Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Denkst du, was hat das mit der Uhrzeit zu tun? Mit 0 Uhr Mitternacht? Ist heute Vollmond vielleicht? Wenn Vollmond ist, kommen die Werwölfe. Das Licht wieder an, Alter. Ah ja, mach. Hä? Oder warst du das, Tom? Okay. Tom sagt nein, okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Challenge, oder? Nee, Mann, nach dem Schock habe ich keinen Bock mehr. Ich will jetzt schlafen, ich will, dass die Challenge beendet. Ich will, dass der Tag rum ist, dann noch ein bisschen mit Frühstücken am nächsten Morgen. Nur weil du keine Lust mehr hast. Mach, was du willst, ich geh schlafen. Ah, so. Ach, jetzt auf einmal willst du schlafen? Mhm. Und das Licht bleibt an? Nö, so. Der Boden ist ganz schön kalt, Leute, man. Richtig eiskalt der Boden, ey. So ist, wenn man beim Knobeln verliert, also immer wichtig. Beim Knobeln so gut wie immer gewinnen. Ich sitze im ersten Mal eine Toilette von unten. Und wie ist sie von unten? Nicht sehr appetitlich, Leute. Kann ich Ihnen nicht empfehlen. Hallo, ich bin der Toilettenmann. Komm. Der greift dich an. Mach Licht aus. Let's go sleep. Lass uns schlafen gehen. Toilettenmann. Licht aus, bitte. Ah, perfekt. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Flexi. Hey, wünsche ich dir auch, Cayman, oder? Und danke. Weißt du, wer noch dir eine gute Nacht wünschen will? Lass mich raten. Der Toilettenmann. Ah! Was ist hier los? Was? Oh Mann, ey. Leute, guckt mal. Schon 9.32 Uhr. Es ist noch komplett dunkel und Flexi schläft noch. Aufstehen! Ah! Aufstehen, Flexi, Mann! Ist doch voll dunkel, Mann! Wie blöd ist das? Hier drin ist kein Licht, ich muss erstmal Licht anmachen. Hä? Doch vergeht einfach richtig die Zeit. Oh. 9:30 Uhr! Ja, schau doch. Am Morgen! Am Morgen, Mann. Zeit für ein Frühstückchen! 9:30 Uhr. Stimmt! 9:30 Uhr in Deutschland! Wir müssen was essen. Was haben wir? Was haben wir denn? Toast! Krauf, alles ist weg. Oh. Milch! Ey, Milch und Cornflakes, wie geil! Tut mir leid, Mann, hör doch auf! Scheiß Wasser, Mann! Ja, toll. Mit der Hand? Hier, mach in die Hand rein, oder was? Wo ist die Schüssel? Mann, wir haben die Teller vergessen. Guck mal da, Flexi! Waschbecken! Milch, Waschbecken, Cornflakes, Löffel. Hier ist wie eine große Schüssel für zwei Leute. Perfekt, Digga! Was? Auf geht's, Leute. Erstmal hier das zumachen. Oh, sieht sehr appetitlich aus. Ja. Sag, jetzt geht nur noch die Milch. Ja. Geht gut ab, Frühstück. Oder? Ich freue mich immer auf Frühstück. Und du weißt ja, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Guten Appetit, Flexi. Mmh, lecker, lecker, oder? Wie jeden Tag, oder? Mmh. Als wie wenn wir keine Challenge machen würden. Schmeckt sogar fast leckerer. Ja! Mehr Gewürze drin, oder? Bisschen salzig, bisschen pfeffrig. Bisschen Zahnpasta, ein paar Haare. Badezimmer ist eins der sterilsten und saubersten Zimmer der Welt. Mmh. Das ist die von Kabel 1, gell? fertig! Was? Willst du noch was? Nee, danke. Ein paar Krümel sind noch übrig. Ja, okay, komm, die esse ich. Kein Problem. Aber die ganze Milch, alles weg, alles hier drin. Das war ein richtig gutes Frühstück. Kellogg's, oder? So ein bisschen O-Saft oder bist du voll? Ich habe die Milch getrunken. Sorry. Ja, das ist gemacht. Ich bin voll. Ah. Aber wie lange müssen wir eigentlich noch hier aushalten? Ein paar Minütchen noch. Wie lang? Ein paar Minütchen, haben wir es geschafft, Leute. Echt? Ein paar Minuten? Richtig geil, Mann. Haben wir den ganzen Tag hier in den Bad verbracht. Aber ich sag dir noch was, ich bin noch richtig nass,
wo du mich geweckt hast. Überall bin ich nass, der ganze Pulli, die ganze Jeans, unser Merch, alles ist hier nass. Hier scheint auch keine Sonne, die Heizung ist aus, das dauert ein bisschen bis trocken. Ja, aber so krass ist, wie trocken bist du denn eigentlich? Vielleicht passiert da noch was. Wir halt die nächsten paar Minütchen. Hey, und wenn es morgen ist? Aber ich filme alles wieder. Jetzt hast du dich ja verraten, jetzt muss ich mich vorbereiten, jetzt muss ich auf alles immer gefasst sein. Jeden Tag musst du vorbereitet sein. Oh mein Gott, Flexi, die letzten Sekunden sind angebrochen. Schau mal hier. Oh mein Gott, wir haben es fast geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Leute, es ist Apollo 11. Flexi, wir haben es geschafft. 24 Stunden im Bad. Wir haben nicht mal ein großes Bad. Es gibt YouTuber, die haben 6-mal so großes Bad. Wir haben echt ein kleines Bad. Wir haben echt nur sozusagen 5 Quadratmeter oder was? Hättest du überhaupt hinkommen? Aber trotzdem, ich muss sagen, wie gesagt, 12 Uhr, Leute. So schlimm. Es gibt andere Challenges, die sind schlimmer. So schlimm war es nicht. Aber ich hoffe, ihr habt bis zum Ende zugeschaut. Bis jetzt, wo wir es geschafft haben. Wenn ihr zugeschaut habt, zeigt es mit einem Daumen. Dann wissen wir auch, dass ihr zugeschaut habt bis jetzt. Und dass sie wissen, dass wir auch wirklich es geschafft haben, geht jetzt auch aus dem Bad raus. Auf geht's, Flexi. Ohne Cut, einfach weiter filmen. Wir versuchen, Tom, einmal kurz zur Seite. Ah, Fernseher weg. Fernseher weg. Aufmachen hier. Oh mein Gott. Ah. Oh, kommst du raus? Also, Orangensaft. Hier sind immer noch ein paar Kelloggs. Willst du noch ein paar? Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Peace. Ciao.